Ja, willkommen zurück zu Maze of the Mummy. Ja, wir haben in den letzten zwei Parts haben wir ein bisschen Probleme gehabt, weil wir erstmals im Darkroom waren. Das heißt, wir sind noch nicht weitergekommen, weil es zu dunkel war. Wir brauchen eine Fackel oder Infrarotbrille. Haben wir nicht. Dann waren wir in einem anderen, in einer anderen Pyramide, in der ich mich ehrlich gesagt so angestellt habe, weil einfach nur straight durch. Ja, aber auch da muss man erstmal hinten dran kommen, diese Idee erstmal überlegen, weil ich versuche mal so ein bisschen kompliziert zu denken. Jetzt bin ich halt so 4 Level oder so das gewesen, straight durchgelaufen und bei einem Level danach war dann dementsprechend, dass ich da stand und sagte mir so, läuft nicht. So, also hier ist der Darkroom, da will ich nicht hin, da können wir auch nicht hin, da kann ich Lego das auch noch nicht hin. Aber das Schöne ist, wenn ich den jetzt schaffe und dann an dem dran war, kann ich eigentlich wieder aussuchen unter 3. Und da haben wir schon wieder mehr Chancen. Und ich denke eigentlich, es sollte machbar sein. Das hier sollte eigentlich am Anfang sein. Ja, dann machen wir mal dieses ultraschwierige Rätsel. Ja, da hatte ich so circa 4 Jahre dran. Das ist nicht. Aber wirklich, wie gesagt, wenn man so da überlegen ist, man muss die Mumien normalerweise, im Normalfall, sage ich mal, muss man die Mumien austricksen. Und da ist es eigentlich ganz einfach. Bis halt auf diesen einen Level, wo es ja wirklich wieder knifflig ist. Und deshalb, man muss überlegen, wann muss ich kniffeln, wann muss ich einfach nur straight laufen. Das ist halt immer diese Frage. Die Frage welche? So. Das Gute an den Skorpion, das müsste man aber auch merken, ist, dass sie nur einlaufen können. So, jetzt haben wir gleich auch noch ein bisschen. So, Schlägerei, wunderbar. So, 1, 2, 3 und raus. Ja. So, jetzt kommen wir wieder an den Level, wo ich sage, uff, das ist schwer. Also, ich glaube, wenn die Mauer da oben nicht wäre, könnte man straight durchlaufen. Das wäre aber dann auch wieder zu einfach. Und das ist keine dumme Mumie, denn diese Mumie läuft nicht einfach straight runter, wenn ich nach unten laufe. Das heißt, sie rennt mir hinterher, die erkennt mich. So, die Frage ist einfach nur, was kann ich hier am dümmsten anstellen? Wir haben ja 4 Minuten, können wir ein bisschen knobeln. Also, für mich wäre es eigentlich optimal, wenn wir diesen Schlüssel nutzen könnten. Theoretisch. Aber, die läuft einmal rein, aktiviert den Schlüssel, und dann läuft die wieder zurück und aktiviert den Schlüssel nochmal. Das heißt, diese Mauer ist generell da. Halt diese Frage jetzt. Wo ist die Mumie jetzt schlauer aufgehoben? Da oben in den Ecken oder da unten in den Ecken? Kannst drehen und wenn du wieder willst, der Arsch bleibt mal hin. Das ist Wahnsinn. Sei denn, ich würde einen Weg finden, das geht aber nicht. Dass ich die quasi hier aus dem Ecke rauskriege, einmal runter und dann den Ecke reinkriegen, das funktioniert aber auch nicht, weil hier unten kriege ich es ja auch nicht rein. Hier kriege ich sie ebenfalls nicht rein. Das wäre auch eine Idee. Das war jetzt eine Idee, die ich jetzt hatte, dass sie nach oben läuft und dann ich Ruhe habe, aber das funktioniert nicht. So. Gehe ich nach oben, ist sie da. Gehe ich nach unten, ist sie auch da. Frage, was passiert, wenn ich den hier mache? Ja, sie läuft mir hinterher. Wenn ich jetzt mal zurücklaufe, läuft sie mal auch hinterher. Das ist
wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Ja, da hätte ich sie jetzt, da hätte ich sie jetzt woanders da gebraucht. Dann hätte ich sie jetzt. Sekunde. Von meiner Deit. Das geht nicht. Oh! Geht schon. So. Das geht aber auch von meinen Credits ab. Alter, hau mir ab. Ein Leben sind 10 Credits. Ach du Scheiße. Oh! Ich krieg's doch gemastert, Alter. Leck mich am Arsch. Oh, es ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Oh, ja. Uff, sehr gut, wir haben es geschafft. War ein bisschen kompliziert, um die Ecke rum zu denken. Das haben wir wieder ein einfaches Level vor uns. Aber das war ja so dieses um die Ecke drumherum denken und so. Guck mal, wo bist du? Wo will ich euch beide denn hinhaben? Ja, da kriegt mich. Ja, das ist klar. Also, wo will ich euch beide... Ah, warte. Ich weiß, was ich mit euch beiden zuerst mache. Hier, guckst du. Schlägerei. So, dann habe ich dich erstmal da. Das ist schon mal ganz nice. Da will ich dich nämlich hinhaben. So. Okay. Dummes Mumie. Sehe ich gleich. Moment. Sehr dummes Mumie. Sehr gut. Gut. Perfekt. Sehr dummes Patrick. Aber sehr was, sowas von dummes Patrick, Alter. Leck mich am Arsch. Ja, sehr gut. Aber ist machbar. Es ist lösbar. Sehr gut, und dann hier rein, und dann habe ich Ruhe. Jawohl, so läuft das. Aber manchmal bin ich auch so, ich bin auch manchmal hier ein Genius bin ich hier. Das ist doch Wahnsinn. Kann zwar nicht gerade auslaufen, aber bin Genius. So, du bist erstmal safe. Jetzt muss ich dich noch aus dem Weg räumen. Wie schaffe ich das? So. So, dich muss ich erstmal hier oben hin verfrachten, dann habe ich da mal Ruhe. Ne? So. Also. Wenn ich jetzt Folgendes tue. Moment, ich habe, glaube ich, jetzt gerade mir selbst eine Falle gebaut. Ich glaube, ich habe mir gerade selbst eine Falle gebaut. War eine Scheißfalle, habe ich mir gerade gebaut. Ja, ich habe mir gerade eine Falle gebaut. Ich kriege hier gerade zwar von zwei Seiten, kriege ich hier gerade Zangenangriff. Läuft. So.
So, ich erstmal da rein, dann habe ich dich nicht aus dem Weg. So. Dann habe ich euch beide erstmal aus den Füßen. So. Wie kriege ich dich jetzt da raus, ohne den jetzt zu benutzen? Moment, das ist... Alter, ist das schräg. Eins, zwei, bitte seid um. Danke. Ja. Sehr gut. Ja. Ja, ich bin safe. Läuft. Eigentlich ganz einfach. Dieser Level. Ja, der Next Chamber. So. Pass auf. Wo will ich dich hinhaben? Erstmal da hoch, das ist klar. Ich glaube, ich weiß, wo ich dich hinhaben. Erstmal will ich dich daher haben. Aber. Da schadest du mir ja definitiv nicht wirklich. Eins, zwei. Nein! Scheiße. Ah. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. So. Und zwar erstmal dahin. So blöd war das jetzt, oder? Eins, zwei, da läuft mir hinterher, gell? Ja, läuft mir hinterher, stimmt, da war's. So, pass mal auf. Du da hoch, pass auf, ja, das machen wir so, das machen wir so, 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 Mann, Patrick, stell dich nicht so blöde an, Mann. Das ist doch ganz einfach. Uff. Nein! Bin ich blöd. Alter. Ja, scheiße, Dreck. Das war jetzt auch blöd, war das jetzt aber. Ja, das ist jetzt eine Nuss, ist das jetzt. Ich hätte die beiden gern da oben hin. Ich zeige hier, das ist ganz klar, aber ihr wisst, wo ich hin. Da will ich hin. Da oben möchte ich hin. Da hätte sie gerne hin. Und zwar alle beide. Kriege ich es aber nicht. Okay, letzter Versuch. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Chancen.
Ja. So, warte mal. 1, 2, es funktioniert. Und raus. Geht auch einfacher. Na, ganz ehrlich. Ja, ich hätte dich aber gerne da oben. Ich hätte dich aber gerne da oben. Nein, bin ich so blöde. Nee, ist eigentlich egal. Weil der hätte mich so oder so gekriegt. Ach, geht gar nicht. Scheiße, jetzt bin ich blöd. Tja, das war ein dummer Fehler, würde ich glatt behaupten. Es gibt zwar keinen intelligenten Fehler, aber das war hier ein dummer Fehler. Und ich würde sagen, das versuchen wir beim nächsten Part wieder. Es dauert ein bisschen, bis wir die durch haben. Es wird auch komplizierter. Wäre auch blöd, wenn es dauernd nur einfach wird. So, bis zum nächsten Mal, euer Partypartool. Bye, bye. We'll be right back.